So, guten Morgen, willkommen zurück zu Amber Moon. Könnte das nochmal? Nein, ich kann es nicht abbrechen. Nu aber. Vielleicht weiterspielen. Wenn es noch geht. Nein, alle Selbstkämpfe sind so gelöscht. Okay. Wo waren wir? In Hütte des Waldhüters. Ich erinnere mich. Okay. Richtig, ich war auf Drogen. Ich erinnere mich. Und ich bin verrückt, weswegen ich mir die Drogen nicht anschauen kann. Gut, und sie hatte die Platte, ne? Natürlich, weswegen ich die jetzt nicht benutzen kann. Großartig. Wo stand mein Schiff? Sehr gute Frage. Ich gehe erstmal ins Wasser. Ich gehe erstmal ins Wasser und sterbe. Ich suche mein Schiff. Ich habe Licht. Habe ich noch Licht? Ja, ich kann hier immer noch eine Sonne erschaffen. Gut. Ja, solange ich noch eine Sonne in meiner Tasche habe, ist alles noch gut. War der nicht irgendwie... Ich werde übrigens müde. Ich laufe in die falsche Richtung übrigens. Und wenn ich jetzt nochmal ins Wasser laufe, bin ich tot. Ich weiß, dass ich müde werde. Jetzt leck mich. So, darf ich jetzt... Leck mich. Leck mich. Wo war denn mein scheiß Schiff? Schiff? Sieht aus wie ein Schiff. Ist gekauft. So, gucken. Bisschen nach da links. Ich habe immer noch Husten. Sehr gut. Ich werde übrigens müde. Bei näherer Überlegung sterbe ich, wenn ich jetzt Schaden bekomme durch die Müdigkeit. Okay, wir schlafen erstmal. Bin ich noch auf Drogen? Ich bin immer noch auf Drogen. Cool. Die halten echt lang. Geiler Scheiß. Ich kann nur noch in zwei Richtungen gleichzeitig gucken. Das ist im Kampf voll von Vorteil. Ich meine, hallo? Wie viele Krieger können schon von sich behaupten, zwei Gegner in unterschiedlichen Richtungen kommen zu sehen? Ja, wirklich. Sei denn natürlich, man ist ein Ajoxy Beholder. Jetzt fällt mir der deutsche Name dazu nicht ein. Was soll nochmal Beholder? Keine Ahnung. Nicht so wichtig. Wir segeln. Und segeln. Und kommen irgendwann mal an, hoffe ich. Ja, bist du vorbeigefahren. Hallo? Ah, da. Ich wäre fast vorbeigefahren, glaube ich. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen hoch und dann steigen wir ab. Das war jetzt zu hoch. Ich war zu hoch, toll. So, wo geht's denn hier rüber? Ich will ins Gasthaus, das hoffentlich rund um die Uhr offen hat. Nein, ist jetzt nicht. Heute ist Feiertag. Such dir ein anderes Gasthaus. Oder warte mal kurz. Muss ich hier noch irgendeine Magie beibringen? Trainingspunkte 251. Ich weiß nicht, wohin bei ihr mit. Wohin damit? Ja, sie hat 13. Das kann auch auf Parieren nachher. Was ist das? Zuck? Ich könnte es mal nachschauen. Steht ja gar nicht drauf, weil ich nur die Ambassadorliste habe irgendwie und da scheint es Zuck nicht zu geben. Oder es war offensichtlich und ich brauche es einfach nicht. Was soll ich jetzt noch mit den Trainingspunkten, ehrlich? Magie benutzen, 25 von 0. Er hat nicht mal Magiepunkte. Zuck, er hat auch Zuck. Was ist Zuck? Ich sollte nachschauen, was Zuck ist. Bei mir weiß ich gerade gar nicht. Kann ich da noch irgendwas von beiden steigern? Oder bin ich da auch schon am Anschlag? Ich kann es gerade nicht nachprüfen. Ich kann es nicht nachprüfen. Das zuckt. Haha, kapiert? So, hallo, ich würde gerne pennen. Ja, hier, bitte.
Und nur irgendwelche Zauber, die ich lernen müsste. Erdrutsch habe ich schon, oder? Erdrutsch. Ist schon in meinem Besitz. Apropos, wir haben auch nicht mehr so viel. Frage, heilt das jetzt wenigstens? Nein. Wie krieg ich die Scheiße da weg? Stadttor, Magieschule, Künstlerhaus, Warenhändler, Lebensmittelkapelle, Heiler. Was sind hier die Kackheiler? Nein, da nicht. Vielleicht da, das sieht doch. Sieht gut aus, ist es aber nicht. Gab's hier nicht irgendwo so ein Heilungsdingens, wo du einfach hinstellst, sagst, ey, heil mich mal. Heil mich mal! Ein Messingschild, Heilung aller Art. Stoned. Ist schön, dass das so heißt. Ja, kostet jetzt nicht so die Welt. Nee, lass mal kurz gut sein. Ich will mir das mal angucken. Yeah. So, was soll es in viel mehr Spielen geben? Komm, wir laufen jetzt einfach so durch die Gegend. Nein, lass mir lieber. Ich brauche keine Heilung. Alles ist gut. Ich kann es nicht mal richtig auswählen. Ah. Oh Gott, ich muss nochmal was drücken. Ja. Ich mag den Effekt. Nervig, aber interessant. Zauberspruchrollen der Heiler. Was hast du im Angebot? Die Frage, habe ich das schon oder? Ich kaufe es einfach mal. Ich glaube, Gold wird in dem Spiel nicht so mein Problem sein. Aufwecken. Irritation heilen. Lalala. Ich hab das Gefühl, ich werde ihn noch. Drogen auflösen, perfekt. Ich kann dir das noch nicht alles auf einmal beibringen. Ausdauer kräftigen. Schon mal gar nicht aufgeschrieben, ich lasse es mal weg. So, gehen wir nach draußen. Dumm. Und schlagen mal unsere Camp auf. Wir brauchen, ich habe Druck auflösen dabei. Großartig. Schon wieder ein Zauberdoppel gekauft. Okay, Drogen auflösen. Hätte ich gerne noch Alterung stoppen. Alterung stoppen. Das wirkt gleich auf alle. Wiederbelebung. Krankheit heilen. Starre auflösen. Sie hat scheinbar nicht mehr genug, um irgendwas zu lernen. Er kann nichts lernen. Wie sieht es bei ihr aus? Licht. Oh. Großartig, ich habe gerade total einen Billigzauber gelernt, aber okay, passt schon. Das geht schon in Ordnung, glaube ich.
Magieschule, ja, gehen wir da rein. Macht jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirklich den Unterschied. Verblasen es halt noch. Nope, hier keiner mehr. Und hier. Trainingspunkte, gut. Hier haben wir die Bibliothek. Habe ich hier noch irgendwas, was ich bräuchte? Das ist jetzt mal sowas, was mich so interessiert. Was du. Irgendwas mit Eis? Furcht, nee, Steinschlag, Erdrutsch, ich so was mit Eis. Nee. Ich weiß nicht. Irritation wäre vielleicht noch ganz cool, aber das habe ich, glaube ich, selbst irgendwo rumbollern. Gut. So, jetzt kann ich auch endlich wieder hier, ne? Ja. Ich habe immer noch meine Äxte und alles, das muss ich mal alles wieder einlagern. Weil ich es nicht mehr verkauft bekomme. Das bekomme ich erst wieder verkauft, wenn ich noch Dingsbums. Na, sag's. Wenn ich ins Insel komme. So. Ich hab die Flugscheibe. Aussieht wie ein Teppich, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwo weiter oben geparkt, ne? Glaube ich. Zu weit oben? Zu weit oben habe ich noch nicht geparkt, oder? Doch, hab ich. Oh, schon wieder ein Strafzettel, leck mich doch. Vorteil ist, ich hab's dafür nicht so weit bis zu meinem Haus. Wir sind schräg noch. Ich sollte mir vielleicht mal Koordinaten aufschreiben, damit ich alles viel schneller finde. Das wäre langweilig. Scheibe. Jetzt eine Scheibewurst. Oder eine Scheibe Leberkäse. Das ist keine Wurst, das ist Käse. So, Großartig. Das ist. Soll ich mal Irritation heilen? Hat sie das schon? Nö. Wieso kann sie doch keine Irritation heilen? Weil du nicht beigebracht hast. Das ist ein Argument. Das sind Sachen, die ich alle nicht gebrauchen kann. Jetzt habe ich hier noch einen Diamanten. Brauche ich den Bernstein noch? Ich behalte ihn mal. Der wiegt jetzt nicht so viel. So, ich lege einfach mal in dieses leere Haus einen Diamant ab. Was soll schon schief gehen? Richtig, gar nichts. So. Furcht, Lähm, magische Pfeile. Gut, hier habe ich auf jeden Fall Gold einlagern. Gold einlagern. Lagern wir Gold ein. 3,6 würde ich mal sagen. 2,6. Das habe ich ja gar keins mehr. Ein bisschen Gold braucht man immer noch, ne? Oh, scheinbar lagere ich ein bisschen mehr ein. Moneten, ich hab sie. Ihr nicht, armen Schweine. Ich inzwischen alles fünffach da hab, sehr gut. Oh, Moment, ich habe noch eine Mondperle, was? Falsches Spiel. Studiert nie so viel, also kannst auch nicht so viel einlagern. Voll die arme Schluckerin, lagern wir Kohle. Wie viel Kohle kann ich überhaupt in die Kiste lagern? Nicht, dass das dann irgendwann auch überläuft und auf Null springen würde oder sowas. Traue ich dem Spiel glatt zu. Ja, muss aber dem Spiel schon mit rechnen, ne? So, was ist denn hier noch drin? Hier ist. Sind Laternen drin. Können nur ein paar Laternen einlagern.
Eine nehme ich mal mit. Halt den Schwert. 20 Zwergen, Kampfaxt. 30. Habe ich noch Wunschmünzen? Für wünsch mir was? Sind wir hier drin gar nicht eingelagert? Okay, Windperlen, richtig, Windperlen. Ich glaube 12 brauche ich. Wir machen das jetzt mal anders. Wir lagern jetzt mal um. Sabines Tagebuch. Diamanten sind aber nicht so einzigartig, wie ich dachte. Gut, wir lagern um. Wir sortieren das jetzt mal. Was haben wir denn da unten noch? Noch mehr Spruchrollen. Krieg ich das mal alles Igi reingedrückt? Oh Gott, da wird 9 Stück. Gemen würde ich auch. Gema brauche ich auch nicht so. Magische Artefakte fliegen da auch raus. Testament kann drin bleiben. Ich vermute mal, ich brauche die alle irgendwie mal. Nee, den lasse ich mal da drin. Genau, die Gemen, die wirken mir wieder ziemlich wertlos. Die Windperlen hingegen werde ich brauchen, glaube ich. So, jetzt haben wir da schon fast so eine Art Ordnung, ne? Den Bernstein, den nehme ich mal mit. Wunschmünzen kommen da auch ab sofort rein. Jetzt wird hier aber für Ordnung gesorgt. Auch diese Wundmünze kann Münze hier rein. Kais Amulett. Nee, da kommen nur Items von mit ohne Wert rein. Da habe ich noch ein paar Lederschuhe, die kommen in eine andere Kiste, in einen Erdstein. Schreinschlüssel brauche ich noch. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich brauche ihn. Kristallkugel. Die nutze ich nie, nehme ich aber trotzdem mal mit. So. Das sieht schon mal gut aus. Moment, was? Es gibt auch 2 Erdsteine. Ich hätte irgendwie erwartet, dass die wichtig wären, so im ersten Teil. Okay, offensichtlich nicht. Gut, Zauber kommen hier raus. Zauber kommen in extra Kiste. Das wird jetzt eine Weile dauern. Danach finde ich vielleicht viel schneller etwas. Nein, gut. Tränke. Kommen hier Tränke rein? Nein, hier kommen. Ternen kommen ja auch nicht. Hier kommen Waffen und so ein Scheiß rein. Ich mache hier nur Waffen. Gut, dann wollen wir mal rauswerfen. Kampfaxt braucht kein Mensch. Dreschflegel braucht kein Schwein. Kampfaxt kann weg. Waldesschwert behalte ich mal für den Fall, dass mein Ding abbricht. Ah, mein Ding ist abgebrochen. Zwergenschleuder werde ich nie benutzen. Aber hey, Moment, ich habe hier noch eine Zwergenaxt. Was? Ich habe hier noch eine Zwergenaxt. Warum trage ich denn hier den Skimitar? Wenn die Zwergenaxt noch mehr Schaden macht. Achso, weil die 2 Hände braucht. Natürlich. Gut, dann fliegt aber das Schwert hier raus. Braucht keiner mehr. Gut, den Stab aus Holz habe ich vorhin bekommen. Der bleibt mal noch da. Was habe ich hier noch? Noch mehr Kampfäxte. Das war für Ordnung gesorgt. So. Ich habe hier noch einen Pilz. Ich habe Netzrakts Zauberstab. Macht der Schaden? Nee. Der ist mehr so Magiezeug, ne? Der kommt auch mal raus. So. Wurfsichel bleibt drin. Sphäre der Öffnung braucht kein Mensch mehr. Aber hier ist mit. Heiltrank Stufe 1. Ja, den werde ich bestimmt benutzen. Der klingt schon so hilfreich. Eine Spitzacke und noch ein Brecheisen. Ich muss auch manchmal brechen, wenn ich das spiele. Gut, jetzt haben wir hier schon mal eine Kiste voll mit Waffen. Jetzt gehen wir mal nach da drüben. Ich hoffe, ihr habt nichts vor in der Folge.
Ich auf jeden Fall nicht. So, was kommt denn hier rein? Erstmal die Bundesschmünzen, die kommen hier raus. Genauso wie der Smaragd. Ein Galastab, was macht der? Macht der irgendwas? Ja, das ist eine Waffe dann, also. Tarnkappe kommt auch mal raus. Kräuterbuch, Silberbesteck. Hier könnte ich Bücher und so einen Scheiß reinwerfen. Wobei, nee, Bücher gucke ich drüben mit rein. Mache ich mit Silberbesteck, aber hier liegen schon ein Haufen Zauber, das heißt, das Silberbesteck kommt erstmal hier raus. Stattdessen kommen da ganz viele Zauber rein. Jetzt hier für die totale Ordnung gesorgt. Und nebenbei gehustet. Dauert nur 2 Stunden. Vertraut mir, es ist gelogen. So, weg damit. Und ja, ich muss das alles aufheben, weil das ist ein Rollenspiel.